Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wer hinauszieht, um seine Kinder zu versorgen, der ist auf dem Wege Allahs. Fi sabilillah. Und wer hinauszieht, also hinauszieht, um arbeiten zu gehen, er guckt, dass er Versorgung erlangt. Und wer hinauszieht, wegen zwei älteren Eltern, also hochbetagten Eltern, er kümmert sich um sie, der ist auf dem Wege Allahs. Heißt was? Er wird belohnt dafür. Und wer hinauszieht, um sich zu versorgen, der ist auf dem Wege Allahs. Und wer hinauszieht, um zu prahlen, der ist auf dem Wege des Teufels. Also dieser Hadith erklärt uns, dass derjenige, der hinauszieht, also er geht jetzt um zu arbeiten, um zu studieren, eine Ausbildung zu machen, in die Schule zu gehen, zu lernen, damit er eben einen Job bekommt, damit er Geld bekommt, dass er seine Familie versorgt, dass er seine Eltern versorgt. Der ist fi sabilillah. Und deswegen darf ein Muslim nicht faul sein. Nö, ich habe keine Lust zu arbeiten. Arbeit ist nicht eine Ibadah an sich, also der Hadith, dass Arbeit eine Ibadah ist, der ist nicht authentisch. Aber du wirst belohnt für die Arbeit. Ja, das stimmt. Warum? Mit deiner Absicht. Für dein Studium wirst du belohnt, für deine Ausbildung, für deine Lehre wirst du belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und deswegen darf es nicht sein, dass ein Muslim faul ist, träge ist oder 4 gewinnt. Ja? Also Hauptsache ich habe eine 4, ist egal, ob das gut ist oder nicht. Hauptsache ich habe irgendwie meine Ausbildung. Das ist keine Einstellung eines Muslims. Der Muslim, wenn er etwas tut, macht er es auf beste Art und Weise. Er macht es nicht einfach so, sondern er macht es mit Gewissen. Warum? Weil er es für Allah macht. Wir, liebe Geschwister, müssen wissen, wir müssen uns einsetzen für diese Religion, nicht nur indem wir beten und fasten, sondern indem wir auch die Muslime zur Unabhängigkeit führen. Die Muslime heute leben in völliger Abhängigkeit vom Westen. Also die muslimischen Länder, die kriegen gar nichts gebacken, weil sie es nicht dürfen. Es gibt Verträge, 100-Jahres-Verträge, du darfst keine Medikamente herstellen, du darfst nichts machen, du darfst nicht mal Getreide anbauen, Getreide musst du von uns kaufen. Diese Kolonialisierung ist ja immer noch da. Die öffentliche, mit Soldaten, da haben sie gesagt, wir legen jetzt mal die Muslime auf den Arm. Ja? Weil die glauben uns, ja, jetzt ziehen wir unsere Armeen aus Algerien und Tunesien und Marokko und so zurück und Ägypten und Syrien und wo sie alle waren. Aber dafür müssen die alles von uns kaufen und dürfen gar nichts herstellen und dürfen auch gar nichts lernen. Und das führt zur Abhängigkeit. Was ich immer erwähne, zum Beispiel in Ägypten, Getreide kommt von wo? Kommt von Amerika. Warum gibt es in Ägypten keinen Boden, keine Erde? Sudan ist nebendran. Der Sudan, wenn der angebaut werden würde, würde das für die ganze arabische Welt ausreichen. Nur dieser Fleck, Sudan. Algerien, es gibt eine, ich glaube, das war eine deutsche Ingenieurin, Masterarbeit oder so, wegen Photovoltaik, also diese Stromdingens da mit Sonnenenergie, die hat gesagt, ein Fleck, so ein Quadrat in Algerien, würde ausreichen für die Stromversorgung von ganz Deutschland oder sogar mehr. Ein Fleck. Das heißt, wir haben genug in den muslimischen Ländern Potenzial. Aber was brauchen wir? Wir brauchen Leute, die das machen können. Und das seid ihr. Das heißt, wenn du eine Ausbildung machst, wenn du studierst, dann kannst du, auch wenn du hier arbeitest, kannst du trotzdem dafür sorgen, dass dann in den muslimischen Ländern Entwicklung nach vorne gebracht wird. Denn die offizielle Entwicklungshilfe, das ist ja auch nur ein Theaterstück. Oh, wir werden Entwicklungshilfe machen. Darf ich meine Medikamente selbst machen? Nein, also so, wir würden es nicht übertreiben jetzt. Ja? Also abhängig musst du ja immer noch bleiben. Aber damit ich ein Theaterstück machen kann, bitteschön, hier kriegst du mal 5 Millionen. 5 Millionen ist Vierlefanz, ist ein Witz, ist Käse. Denn die Leute brauchen viel mehr. Aber das macht man, damit man, oh, das ist wirklich toll. Die haben uns geholfen. Ja. Behalt dein Geld und lass mich selbst mein Getreide anbauen, lass mich selbst meine Medikamente entwickeln, lass mich selbst meine Autos bauen, kannst du ja auch nicht machen, ja? Nicht mal einen Löffel und eine Gabel. Was ist die Lösung? Die Lösung seid ihr. Die Lösung sind jene, die dann in der Lage sind, durch ihr Wissen, durch ihr Know-how, dass man dann diese Menschen unterstützt. Du weißt, in irgendeinem Viertel, die haben kein Wasser. Dann hilfst du, dass sie Wasser bekommen. Die haben kein Krankenhaus. Dann hilfst du, dass sie Medizin bekommen. Die haben keine Schule. Dann hilfst du, dass sie Bildung bekommen. Diese Sachen, liebe Geschwister, sind wichtig. Und wenn die Muslime das nicht machen, wer soll das dann machen? Und es wird bestimmt keiner machen, der keine Ahnung hat von Wasser, wie man das bekommt und wie man Medikamente herstellt. Also brauchen wir Ärzte, Ingenieure, Schreiner, Lackierer, Maler. Wir brauchen alles.
Wir brauchen alles. Also sollst du, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat, du sollst rausgehen, fi sabilillah, zur Schule, fi sabilillah, zur Ausbildung, fi sabilillah, zu deiner Arbeit, fi sabilillah. Und du darfst nicht einfach nur dieses Leben leben, ich gehe zur Arbeit, ich mache meine 8 Stunden oder zur Schule und dann ist mir die Welt egal. Nein, nein, du bist ein Arzt, du kannst heute durch die ganze Multimedia, kannst du in muslimischen Ländern, du kannst deine Sprache, deiner Großväter, dann unterrichte doch die Ärzte dort über Kanäle, damit zum Beispiel die Medizin besser wird oder die Pharmazie besser wird oder die Ingenieurindustrie besser wird. Wir müssen den muslimischen Ländern beistehen. Du darfst nicht einfach dein Leben leben, ich esse, trinke, habe mein Gehalt am Ende des Monats, die muslimische Welt ist mir egal. Dann haben wir den Salat. Dann leben wir in dieser Situation. Und deswegen ist die Frage, in 10 Jahren, was ist dein Beitrag für diese Umma? Und zwar dein Beitrag zur Unabhängigkeit dieser Umma. Dass in diesen Ländern viel mehr Menschen entwickelter sind in Sachen Weltlichen. Also der Muslim muss sich sorgen um die Dunya, aber auch um die Akhira.